Also, Larry, das ist jetzt dein Part. Du bist dran. Ja, und wir schreiben einen deutschen Satz hin, weil es ist völlig egal, was du sagst. Sie wird dich immer scheiße finden. Also, wir schreiben jetzt, ach so, es ist Biff, Entschuldigung. Nun, Rakuga, Larry, wir warten auf deine Antwort. Ja, kommt ja schon. Wir sagen ihr, ich Möchte zahl ein Kind dir von dir. ein Taxi und mach dir ein Kind. Schade, also Ich mach dir ein wir Kind. machen ein Kind. Wir denken uns jetzt, das ist ein Kind, aber egal, wir schießen diese Zeile ab. Ja, stotterst du. Also ich zahle dir ein Taxi und mach dir ein Kind. Ohne E. Ja. Reingelassen. Was für ein Dummkopf. Was für ein voller, genau. Ah, Barbara versucht irgendwie intelligent auszusehen. Ah, ja, also, was ist mit dir? Bachelor Nummer, weißt du, Nummer 3? Schein, möchtest du wieder? Okay. Der sieht auch aus, ey. Ja, ehrlich, voll, oder? Jo, Bachelor Barbie, meine tiefsten persönlichen Gefühle sind, dass du weitaus viel zu sexy für mich bist, um mir zu erlauben, dich so hoch. Oh Meine Gott. super teure, mein super teures Swinging Junggesellen Apartment am Strand zu Oh Gott. bringen. Ja, irgend sowas in der Richtung. Du und ich würden unsere ganze Zeit zusammen alleine verbringen und jeweils vom anderen ja alles was vom anderen teilen halt, ne? Du weißt schon, was ich meine. Er würde sie nicht mehr aus der Wohnung lassen, hat er Nein, er gesagt. würde sie am Bett festketten oder Oh. so. Na, wie ist das denn? Ist das nicht eine tolle Art, mit Worten umzugehen? Das ist Findet sie mein bestimmt wieder gut. Nachbar, ja. Oh, wie sexy! Was könnte ein Mädchen mehr wollen? Ach, die ist aber auch doof, oder? Du bist mein Junggeselle Nummer 3 in diesem Programm, aber du bist Nummer 1 in meinem Herzen, weißt du? Und wenn ihr denkt, das war's, jetzt habt ihr euch aber geschnitten. Oh Gott. Ja, es geht nämlich noch eine Runde weiter. Wir müssen das nochmal machen. Biff, dein Turn. Barbara, meiner Meinung nach hast du gerade die beste Frage aller Zeiten gestellt. Nun, glaubst du könntest noch eine weitere so grandiose Frage stellen? Aber klar kann das Barbara, auf jeden Fall. Und noch einmal verbrennt sie eine Million Gehirnzellen und versucht, ihre Gelegenheit wahrzunehmen. Haha. Okay, danke, Biff. Weißt du, Bachelor Nummer 1. Also das ist so quasi für dich jetzt. Also, weißt du, also wenn wenn das so ein Insekt wäre und wenn ich so, weißt du, über so eine Blume haben wollen würde und weißt du, wenn dieses Insekt ich wäre quasi und weißt du, was für ein Typ Blume wäre ich? Ja, also er ein Insekt und sie Ach eine so, Blume, er. ja, genau. Zeug. Bob. Ah nee, das warst du ja, Schein, ja, Barbara, genau. ich wäre ein wunderschöner Schmetterling und du wärst meine Butterblume. kleine süße Butterblume, egal. Buttertasse. Zusammen würden wir einen wunderbaren Garten der Liebe bauen. Oh, Oh mein l'amore. Gott, oh Gott. Ja, also auf jeden Fall wäre dieser Garten auch wunderbar gedüngt.
So viel dazu. Jetzt ist Barbara, bei Barbara wieder dran. Ich hätte ich da gar keine Zweifel. Nee. Also irgendwie, also du bist voll der Charmeur. Bist du nicht Nummer eins? Hey, ich würde schon ein paar Samen mit dir sehen. Grandios. Nochmal. Biff, muss ich sowas wie die Zeit verschwenden, um El Dorco mit dieser Frage zu belästigen? Warum? Natürlich, Bachelorette Barbara, du musst den Regeln folgen. Okay, langweilige Nummer zwei. Kannst du irgendwie die Frage überhaupt noch dich daran erinnern? Also, jetzt gib wieder dein Bestes, lieber Larry. Ja, ja mal die Waffe sagen. Ne? Was sagen wir denn mal? Bist du verheiratet? Reagiert auf gar nichts, auch wenn man irgendwas Böses schreibt. Ich mache dir ein Bienenkind. Rose. So. Du fette Amsel. Nein, das lasse ich jetzt da stehen. Es ist doch scheißegal. Sagst du, murmelst du wieder und stotterst. Ich mache dir ein Bienenkind, du Rose. Das ist doch wirklich so scheißegal. Tatsächlich, das ist ja. Sie, der Barbara. Also was für ein Planet hat diesen komischen Typen hier runtergebeamt? Also, ich habe schon bessere Zeilen gehört, weißt du? Wie in meinem Zuhause, in meinem, ja, da. Krankenschwester zu Hause. So, ja. Meinem Schwesternheim, Manu. Na also Bachelor Nummer 3. Ich kann dir nicht sagen, wie ich darauf warte, weißt du, sowas zu wissen wie, also was für ein Insekt du wärst und was für eine Flower ich dann wäre, weißt du? Weißt du, weiß ich? Weißt du, weiß ich, ja. wer war der? Barbie-Puppe, du bist meine wertvolle amerikanische Schönheitsrose und ich wäre deine kleines Bienchen. Ich weiß, oh, du würdest meine Rubbeln einfach nur genießen und ein paar von deinen kleinen Pollen in meinen Stachel versenken. Oh mein Gott. Ja, wir haben es aber jetzt fast geschafft. Oh. Also Nummer 3. Wir haben bestimmt den Teufel selbst übersext, übererotisiert. Haben wir das nicht? Biff? Moment mal. Ich fürchte, das war unsere Zeit für all die Fragen heute. Bachelorette Barbie, okay. Es ist Zeit, deine Dating-Connection zu wählen. Ja, jetzt sind wir aber ganz gespannt, ne? Also Barbie, möchtest du Kandidat Nummer 1, bla 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 und so weiter, ne? Oh. Also Piff, also das ist voll schwer, sich das zu überlegen, also weil beide Männer sind irgendwie total großartig, weißt du? Irgendwas gibt dir das Gefühl, dass beide dich nicht mit einschließt. Biff? Ja, ich bin sicher, die Zuschauer haben bereits eine Entscheidung gefällt. Ach, die Zuschauer machen das? Nein, sie macht es jetzt, also, aber das ist ganz schwierig jetzt zu übersetzen. Ah. Ja, weil das ist natürlich mit dem Two, ne? Und ich habe meine Entscheidung auch gefällt. Weißt du, also ich habe sie auch, ne? Du, Applaus! Biff sieht selber überrascht aus. Okay, Kandidat Nummer 2 ist es, aber offen gesagt, Bachelorette Barbie, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen überrascht. Ah, 2 und two, ne? Deshalb hat der gerade Junggeselle Nummer 2 gesagt? Wie Larry aussieht. Ja, wie der aussieht, das ist toll. Barbara, ich denke, die meisten von uns haben eine andere Wahl erwartet.
Bachelor Nummer 3, Nummer 3. Zu spät, zu spät. Ich habe doch nur gesagt, ich habe auch, also. Tut mir leid, Barbara, die Regeln sind ganz klar und du hast, deine erste Entscheidung ist auch die endgültige. Oh mein Gott. Also finden wir nun heraus, wer gewonnen hat. Vor allem, Kandidat Nummer 2, bitte an die Wand. Hier ist Ihr Herzblatt. Es ist eine Kreuzfahrt, sagt der Voice-Over-Sprecher. Und die... Ja, eine romantische Kreuzfahrt im Südpazifik. Im Südpazifik hört ihr. Auf der wunderbaren USS Love Tub. Yay! Applaus! Ihr werdet einen ganzen Monat zusammen verbringen und exotische Hafen entdecken auf was auch immer, ja, spendiert von der Wonder Cruise Line, genau. Wenn es eine gute Kreuzfahrt ist, ist es ein Wunder, so ist das. Hurra, wir haben gewonnen und Larry guckt so doof. Und für all unsere anderen Mitmacher, ihr glücklichen Kerle habt gewonnen, was? Was ist Armadillo? Ist ein Gürteltier. Gürteltier-Polierzeug, was? Politur, Gürteltier-Politur. Gürteltier-Politur, 20 Kisten schwarze Schnürsenkel und eine Kopie unseres Spiels, unseres Computerspiels oder sowas. Wie wunderbar. Oder vielleicht ist es auch ein Brettspiel, wer weiß das schon in dieser Zeit. Juhu! Und wir sind fix und fertig. Barbara, bitte! Ja, halt, also, nein, Mann, das war, also, da gibt's überhaupt nichts, dass ich einen Monat mit diesem komischen Typen da verbringe auf einem Boot. Ich möchte eine Chance, um mit Nummer 3 verabredet zu werden. Ja. Bist du wieder dran? Ich bin sicher, sie ist wirklich erfreut, liebe Zuschauer. Es ist schön zu hören, hören wir wirklich, dass sie ein schön, ja. Für unser glückliches Ehepaar. Yeah! Seien Sie auch morgen Abend wieder mit dabei, selbe Zeit, selbe Station, für das tollste Ding in peinlicher Programmierung, die total brandneue Dating Connection. Gute Nacht! Okay, das war's jetzt. Raguga, Larry, bitte melden Sie sich im grünen Raum, um Ihre Preise abzuholen. Und die anderen bleiben bitte gerade da, wo sie sind. Oh mein Gott, und wir sind noch nicht fertig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal eine kurze Pause hier machen kann. Meine Güte, Larry, was für ein Glück du hast. Einen wunderbaren, spaßgefühlten Monat, Kreuzfahrt, die einen Monat dauern wird mit dieser wunderschönen Junggesellin Barbara. Yo! Ich weiß nicht. Ja. Barbie. So, hier können wir mal bitte eine kurze Pause machen, denn die Folge ist 30 Minuten lang. Okay, und es geht aber gleich noch weiter. Und wird super spannend. Bis dann, bleibt dran.